Martin Renner ist einer der 16 Gründungsmitglieder der AfD im Jahre 2013. Er ist auch der Namensschöpfer der Partei und entwickelte das erfolgreiche AfD-Logo. Früher war er Mitglied der CDU, die er Anfang des Jahrtausends wegen Merkels Koalition mit der SPD verließ. Seit 2017 sitzt er für die AfD im Deutschen Bundestag. Ich bin nun direkt mit Herrn Renner verbunden. Herr Renner, ich grüße Sie ganz herzlich. Grüß Gott. Ich Sie auch oder auch die Zuschauer. Als Mitbegründer der AfD, Herr Renner, prägten Sie maßgeblich die mittlerweile 10 Jahre alte Rechtspartei. Welche konservativen Werte sind Ihnen als ehemaliges CDU-Mitglied wichtig? Also es sind ein paar Begrifflichkeiten, beispielsweise Freiheit, das Selbsteigentum des Menschen, das christlich definierte Selbsteigentum des Menschen. Dann die Rechtsstaatlichkeit. Drei Gewaltenteilung, keine drei Gewalten, Einheitstyrannis, wie wir es momentan haben, dann Demokratie, der Souverän, der ist der Chef und nicht der Staatssklave, dann die Nation, die Identität der Nation, dann natürlich Familie, Mann, Frau, Kinder, wird ja auch aufgelöst mittlerweile, dann das Eigentum, freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, katholische Soziallehre, ich komme aus diesem Bereich, ich sollte mal katholischer Priester werden. Dann Fortschritt, Bildung, Wissenschaft und ganz wichtig, Sicherheit. Das ist die eigentliche Staatslegitimation, nämlich äußere Sicherheit und innere Sicherheit. Das sind die Begriffe. Ein Eckpfeiler, Herr Renner, bundesrepublikanischen Selbstverständnisses in der Außenpolitik ist seit 1949 die transatlantische Allianz mit den USA. Seit 1955 ergänzt durch die NATO-Mitgliedschaft. Wie sehen Sie als AfD-Vertreter diese einseitige Westbindung Deutschlands, die viele aus dem patriotischen Lager auch als Vasallentum kritisieren? Also Vasallentum ist so eine Begrifflichkeit, die ich nicht so sehr gerne habe. Wichtig ist mir, wir sind Bestandteil des westlichen Bündnisses natürlich, aber wir müssen in stärkerem Maße auch unsere eigenen nationalen Interessen betonen und auch durchsetzen. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Als die Sanktionen gegen Russland 2014 eingeführt wurden, hat Deutschland gegenüber Russland 64-65% seiner Exporterlöse verloren. Die Amerikaner haben im gleichen Zeitraum Exporterlöse vervierfacht. Und daran sieht man einfach, ne? Da können wir jetzt noch Nord Stream nennen, aber Werte Westen, das sind alles so westliche Werte, alles so Begrifflichkeiten, so Wieselworte, die mag ich eigentlich nicht. Die Frage ist, welche Rolle, welchen Rang nimmt man in einer Allianz ein? Ist man Befehlsempfänger oder ist man gleichrangiger Partner? In einem Punkt sind sich praktisch alle Parteien des Deutschen Bundestags einig, nämlich in der absoluten Solidarität zu Israel. Halten Sie es für unproblematisch, das Existenzrecht eines anderen Staates zur eigenen Staatsraison zu machen? Also auch wieder so eine Begrifflichkeit, die mir gar nicht gefällt. Das ist so wie ein Postulat. Im politischen Leben darf man eigentlich nicht nur Postulate haben, sondern man muss immer darauf reagieren, was weltweit geopolitisch, geostrategisch so absolut abläuft. Gefällt mir also nicht. Das Problem, was wir hier natürlich haben, ist ein Krieg, neu begonnener Krieg, Israel versus Araber oder manche einer nennt sie ja auch Palästinenser. Und dann absolute Solidarität, selbstverständlich. Ich bin der Auffassung, dass das Existenzrecht Israel zu unserem Verständnis gehört. Was hier wirklich eine Rolle spielt in diesem neu aufgeflammten Krieg, das ist im Grunde nicht nur eine Frage um Land und Territorium, das ist eine Frage auch Auseinandersetzung. Islam versus Juden, aber auch Christen. Und wenn man jetzt so ein bisschen in die Tiefe gehen würde, was der Herrschaftsanspruch des Korans letztlich formuliert, dann sind wir im Grunde genau am Zentrum des gerade momentan passierenden, weltgeschichtlich passierenden Ereignisses. Bleiben wir noch beim Thema. Ihr Ehrenvorsitzender Alexander Gauland erklärte, dass im Ernstfall deutsche Soldaten auch für Israel sterben müssten.
Wie weit geht Ihrer Ansicht nach diese Selbstverpflichtung? Also, ich bin auch wieder hier der Auffassung, Sterben für Israel, das, was Gauland gesagt hat, am Anfang eines solchen neu aufgeflammten, schon lange währenden Auseinandersetzungen und Krieges zwischen Israel und diesen Arabern. Man sollte am Anfang eines solchen neu aufgeflammten Krieges nicht solche Worte verwenden, meiner Meinung nach. Aber macht Gauland öfters, dass er Begrifflichkeiten nimmt, die nicht so ganz passen. Das, was jetzt, heute und hier in Israel passiert, das, da bin ich ganz sicher, wird in 10 oder 15 Jahren auch hier im Westen Europas passieren und in Deutschland stattfinden. Was hier eine Auseinandersetzung ist, das ist nicht nur eine Auseinandersetzung Israel gegen diese Araber, sondern es ist ein Kulturkampf, ein Krieg, ein Kampf auch gegen den Westen, gegen Europas, Westen Europas und auch gegen Deutschlands. Und ich bin der festen Überzeugung, das ist meine Grundeinstellung, dass wir im Abendland, hier im Westen, christlich-jüdisch fundiert, inklusive der Aufklärung selbstverständlich, und da zähle ich zu dieser Zivilisation, abendländischen Zivilisation, zähle ich Israel und die Juden grundsätzlich mit dazu. Genau das wird passieren auch bei uns. Und insofern ist das eine Ouvertüre in Israel, Palästina, was in Westeuropa, dieser Kulturkampf, dieser Krieg, was hier passiert. Das ist meine Meinung zu dieser Angelegenheit. Menschenrechte, so sagt man, sind bekanntlich unteilbar. Darf Israel im Kampf gegen die Hamas auch die Tötung und Verbreitung unschuldiger Zivilisten als Kollateralschaden in Kauf nehmen? Also das Sterben von Menschen ist immer schlimm. Zivilisten. Aber es gibt zum Beispiel eine Erhebung in den palästinensischen Gebieten oder Gaza. 80% der dort lebenden Zivilisten haben diesen Hamas-Terrorschlag gegen Juden, gegen die israelische Bevölkerung akzeptiert und finden das gut. Und wissen Sie, das war der Startpunkt. Am 7.10., als die Menschen 1000 oder 2000, wie viel tausend auch immer, abgeschlachtet wurden, brutalst abgeschlachtet. Ich habe diese ganzen Videos gesehen. Und ja, Menschenrechte, das ist auch wieder so ein Wieselwort. Wissen Sie, was man immer gerade so benutzt, wie man es auch gerne, wie es einem gerade so passt. Beispielsweise ich wurde schon mehrfach vom Verfassungsschutz auch notiert, weil meine Aussagen potenziellerweise gegen die UNO-Menschenrechtserklärung verstoßen würde. Zum Beispiel habe ich mal gesagt, wir werden nicht umhin kommen, legitime Rückführungsprogramme für illegal sich hier Aufhaltende durchzuführen. Merken Sie was? Das heißt, wir müssen betrachten, wenn wir über Menschenrechte immer reden, das wird immer so wunderbar benutzt. Wir haben die Karierer Erklärung 1990. 57 islamische Staaten sagen, ja, die Menschenrechte sind wichtig, aber wir stellen die unter den Scharia-Vorbehalt. Das heißt, genau das, was der Koran als Menschenrechts legitim darstellt, das ist unsere Basis. Und danach relativieren wir auch die Menschenrechte. Verstehen Sie? Herr Renner, haben Sie vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, für diese Informationen. Ihnen alles Gute für die Zukunft und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wiedersehen.